Finde ich sehr gut. Wir werden das direkt reinvestieren. Es regnet leider nicht. Schade, aber da sind neue Dinge fertig. Stopfen wir die erstmal hier rein. Dann können wir den hier machen. Sehr schön. Dann schlagen wir hier auch alles auf, wie viele haben wir. Das sind 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minus 1, das sind 29. Plus 3. Quatsch, plus 4, also 33. So, und davor 8, ja, der Laden nicht aufmacht, können wir hier schon mal alles nass machen. Leer. Haben wir gleich 33 Dinge zum Anpflanzen. Müssen aufpassen für welche Jahreszeit. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei den Elfen eine Rolle spielt, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ja. Was es hier so links gibt. Was haben wir hier noch? Monstersüßigkeit. Ein Stück Monstervolksüßigkeit. Einige Gelehrte glauben, dass das Monstervolk Süßigkeiten als eine Art Währung behandelt. Es würde sich gut in einem Museum machen. Alles klar, das ist fürs Museum. Okay. Himmelsstein ist auch für die Elfen. Können wir dann hier lassen, bevor wir weggehen. Aber wir gehen ja noch gar nicht weg. So, wir haben quasi 8 Uhr. Die Tür gehen und gucken, ob wir noch 2 Säfte bekommen. Ich hoffe, die sind nachgewachsen, sonst müssen wir suchen. Ja, wäre zu einfach gewesen. Gut, dann gehen wir eben. Jetzt haben wir ja keinen Zeitdruck. Also nicht den abendlichen Zeitdruck. Wir haben eigentlich immer Zeitdruck, weil es ist immer irgendwas. So, wie sieht es in der Richtung aus? Da sieht es nicht so gut aus. Wie sieht es in der Richtung aus? Gibt es hier vielleicht noch Seelenbäume? Das sieht ja mal überhaupt nicht so aus, als gäbe es hier irgendwas, was wir brauchen. Ja, ja, kommt mal mit. Alles gut. Ich habe das Gefühl, wir sind da falsch. Aber wir haben eine neue Beere bekommen. Das ist sehr gut. Der Greif frisst ja dann doch ein paar, ne? Ach, da ist ja einer. Betriebsblind. Einen brauchen wir noch. Kommen wir da... Ich sehe meinen Charakter nicht. Da drüben ist noch einer. Alles klar, ich weiß nicht, wo wir gerade sind. Irgendwo hinter den Bäumen, aber leider wird es auch nicht... Ah, da sind wir. Leider wird es auch nicht ausgeblendet, wenn man davor steht. Das ist man ja sonst so gewohnt bei diesem Spiel. Hoch da, dann nehmen wir hier die Blackberries mit, wenn die schon mal da sind. Da hoch, die nehmen wir mit. Na, den hauen wir um. Und jetzt müssten wir es aber haben mit unseren Seelensäften. 6 Stück, ja. Darunter, darunter. Wenn wir schon mal da sind, können wir Elfenseide mitnehmen. Irgendwas wird es schon gut sein. So, dann darüber, darüber, da hoch und dort hoch. Oder sind ja schon wieder Blaubeeren. Gut, dann haben wir die Iris-Quest. Wo war der Laden? War es der hier? Der gemischt war. Sehr gut. Es gibt Eicheln, 8 links. Und es gibt
Indiglow, 8 links, damit haben wir 16. Ich hätte jetzt einfach noch 20 von irgendwas gekauft, wenn wir es uns leisten können. Können ja, von den Eicheln könnten wir. Elementare Saat, gut 6 Tage, jede Jahreszeit. Durchschnittlich 2 Pflanzen und werden für einen unterschiedlichen Grundertrag von 10, 16 oder 20 verkauft. Man könnte also auch nur 10 zurückbekommen, aber liefert im Durchschnitt 2 Pflanzen. Also, lass mal mitnehmen. Das wird schon. Können wir dann hier gleich noch in den Boden hauen. Was gibt's hier noch? Ja, wir gucken erstmal, ob es tatsächlich so einfach ist, hier abzuschließen, bevor wir uns ein neues holen. Da bist du ja schon. Reed braucht eine Nährstoffsalbe? Sicher, ich habe genug. Ich hoffe, Reed kommt gut durch. Er und ich haben zusammen einige wichtige Entdeckungen gemacht, weißt du? Jo, danke. Haben wir das schon mal? Und die andere Quest? Danke, dass du das so schnell erledigt hast, Flay. Ich denke, das sollte Reed auf jeden Fall helfen. Gebt mir nur einen Moment, um diesen Saft zu verzaubern. Also gut, die Verzauberung, die ich diesem Saft hinzugefügt habe, wird mehr als genug sein, um Reed wieder in Schwung zu bringen und ihn wieder auf die Beine zu bringen. Und was? Reibe ihn damit ein. Das wird funktionieren. Vertrau mir. Danke. Wir sammeln Herzchen. Sehr gut. So, wir gehen aber erstmal zu Reed, hätte ich gesagt. Wenn ich rausfinde, wo der denn sein könnte. Abzugebende Aufgabe, Reeds Medizin. Aufgabe abgeschlossen, Reed. Okay, dann müssen wir sowieso bei Reed vorbei. Das ist ja hervorragend. Wenn er schon auf dem Weg liegt, können wir das ja direkt mitnehmen. Schlüssel noch nicht. Die brauchen wir noch für was anderes. Bitte sehr, Wild. Ich habe etwas leckeren Saft für dich. Du verschmierst den Saft auf Wild. Dabei zieht der Saft schnell in die raue Rinde seines Körpers ein. Sobald das meiste des klebrigen Saftes absorbiert ist, schüttelt sich Wild wach. Hallo Wild, wie geht es dir? Geht's dir gut? Mir geht's gut. Ich fühlte mich für einen kurzen Moment sehr müde. Dankbar, dass es nur eine Woche war. Jetzt bin ich wieder wach. Ein kurzer Moment. Ja, nee, ist klar. Eine Woche ist kein kurzer Moment, Wild. Ich bin ein Baum. Die Woche ist kurz. Tut mir leid, mein Fehler. Was brauchst du? Ich bin hier, um Nevara zu sehen. Elder Gorgon sagte, ich kann passieren. Ja. Neue Schülerin von Nevara. Boots hat mir alles erzählt. Du kannst jetzt gehen. Wild schüttelt sich sanft und fröhlich. Der verzauberte Saft ist vollständig in seine Rissrinde eingezogen. Könnte es eine Verbindung zwischen der Ruhephase des Wächters und der Ausbreitung der Dunkelheit geben? Das ist jetzt aber ein Longshot. Was auch immer die Ursache sein mag, Wild scheint jetzt in Hochstimmung zu sein. Bis dann, Wild. Vielleicht können wir ja den Saft auch einfach auf die Dunkelheit spritzen. So, dann haben wir einmal Reed. Gott sei Dank, vielleicht kann ich jetzt etwas Linderung bekommen. Ich hoffe, das Zeug wirkt und verwandelt mich nicht in einen Bananenbaum oder so. Ach ja, hier, bitteschön, LeFlay. Du hast dir diese Mana-Kugeln verdient. Kein Problem. Wir nehmen die Kampf-EP. Stufe 15 Kampf. Und hier natürlich, ach, da war ja auch noch ein Feuerkristall auf der anderen Seite. Hier natürlich wieder alles rausreißen, was hier irgendwie rumliegt. Ja, ach so, da ist ja noch ein Baum. Ich laufe ja an allem vorbei. Jetzt aber. Untersuchen. Ja, jetzt nicht mehr. Coole Flügel. Willkommen in meinem Zufluchtsort, LeFlay. Ich habe schon viel von deinen Reisen gehört. Wer du bist und woher du kommst, spielt für mich keine Rolle. Du bist hier und hast dir Nelvars Vertrauen verdient. Hallo Nevara. Seid gegrüßt.
Ich habe eure Ankunft erwartet, seit Elios mir von eurem Kommen berichtet hat. Der Weg, der hierher führte, war nicht einfach, aber ihr habt ihn sicher zurückgelegt. Ihr habt eine bewundernswerte Ausdauer. Ich bin Nivara, der Weltendrache. Meine Heimat ist hier, bei den Elfen von Nelvari. Sie sind meine Freunde, aber ich betrachte sie auch als meine Familie. Ja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich würde dich als dasselbe betrachten, LeFlay, wenn du mir nur erlauben würdest, dein Innerstes zu sehen. Alles klar, wie bei Elios, wir reißen uns den Brustkasten auf und dann gucken wir nach. Wirst du mir Fragen stellen? Hätte ich wohl den Test lernen müssen? Wenn du bereit bist zu antworten, LeFlay. Ja, hau mal raus. Ich danke dir, LeFlay. Bitte mach deinen Geist frei und antworte mir mit deinen wahrsten Gefühlen. LeFlay, was hat dich nach Nelvari geführt, der Questmarker? Elios hat mich hierher geführt. Ich wollte die Stadt Nelvari sehen. Ich bin hier, um stärker zu werden. Eigentlich der Questmarker und den haben wir von Elios bekommen. Ein Gefühl der Pflicht gegenüber dem Sonnendrachen, wie ich sehe. Die Bereitschaft, das zu tun, worum man dich bittet. Das ist der Grundstein für den Aufbau jeder Gesellschaft und jeder Freundschaft. Ich will die Welt zu einem besseren Ort machen. Ich tue nichts, nur weil man mich darum bittet. Welt, besserer Ort? Weiß ich nicht. Ich tue nichts, nur weil man mich darum bittet. Das ist so ein bisschen hochnäsig. Also dann doch eher zu einem besseren Ort. Das ist das reinste Pflichtgefühl von allen, LeFlay. Ich beginne zu verstehen, warum Elios so viel Potenzial in dir sah. Ich bin der Hauptcharakter, deswegen. Was siehst du in mir, Nivara? Wie Elios sehe auch ich viel Potenzial in dir. Potenzial ist ein Samenkorn, das genährt werden muss. Alles, was du um Nelvari herum siehst, war nicht mehr als ein Samenkorn, bevor es zum Wachstum genährt wurde. Wenn du meine Lektion empfangen willst, werde ich sie dir beibringen. So wie ein Baum, der groß und stark wird, wirst auch du wachsen, kleiner Spross. Du denkst, ich sei ein Spross? Ich sehe alle meine Schüler als Sprossen, die wachsen und lernen wollen. Ja, dann bin ich wohl ein Spross, nicht? Für einen kurzen Moment glaubst du zu sehen, wie sich Nivaras Mund zu einem schwachen Lächeln verzieht, während sie auf dich herabschaut und ihr Blick fast mütterlich wirkt. Nun gut, sprich zu mir, wenn du für deinen Unterricht bereit bist, LeFlay. Wir werden beginnen, sobald du es wünschst. Ich verstehe, Nivara. Warum beginnen wir nicht jetzt? Belohnung 40 Mana! Erkundung, nochmal 25 Mana. Erkundung, Angel, Kampfangel. Und Level im Angeln. Sprich noch einmal mit Nivara, um deine erste Lektion zu beginnen. Ja, warum nicht direkt? Kleiner Sprössling. Sollen wir mit deiner ersten Lektion beginnen? Ich bin bereit, Nivara. Nun gut. In der Natur funktionieren alle Dinge nach einer Reihe von Grundprinzipien. Das Leben ist ein Drängen und Ziehen von Faktoren, die mit und gegeneinander arbeiten, aber am Ende finden sie alle ein Gleichgewicht. Ich möchte Ihnen drei Lektionen mit auf den Weg geben. Dies wird die erste sein. Mach dir keine Sorgen, LeFlay. Ganz Nelvari wird dir helfen, jede dieser Lektionen zu lernen. In einem Wald wächst kein Baum allein. Nelvari wird mich unterrichten, brauche ich wirklich die ganze Hilfe von Nelvari, also Wesley wird uns nicht helfen. Nelvari wird mich unterrichten. Alle Lebewesen haben ihre eigene Perspektive. Sie sind ein Teil dessen, was dich zu dem macht, was du bist. Die eigene Perspektive zu verstehen ist wichtig, aber es ist auch wichtig, die Perspektive der anderen zu verstehen. Also, kleiner Spross, die erste Lektion des Gleichgewichts ist Perspektive. Nelvari ist auf diesem Prinzip aufgebaut. Und viele seiner Bürger spiegeln das wider. Wesley zum Beispiel. So wie du es tun wirst, wenn unsere Lektion beendet ist. Ich verstehe, das scheint ein sehr großes Konzept zu sein. Das ist ein großes Konzept, aber ich verstehe schon.
Nevara neigt ihren Kopf zu dir. Es fühlt sich plötzlich so an, als ob eine Welle der Ruhe über dich hereinbricht. Das ist gut zu hören, Liplay. Diese Lektion sollte umso leichter sein, wenn du schon so viel verstehst. Zwei meiner begabtesten Schüler leben hier in Nelvari. Die eine ist Iris, die Zauberin, deren Zauber den Baumhütern Leben einhauchte. Der zweite ist Vaughn, der Luftmagier, dessen Magie beim Bau des Windaufzugs half. Beide haben eine Sichtweise auf die Welt außerhalb von Nelvari, obwohl sie einander sehr entgegengesetzt sind. Ich wollte einfach nur einen Freund sehen, das ist alles. Ich gebe zu, deine Höhle hat wirklich einen gewissen Charme. Was? Was? Alles, was davor war, okay. Dieser Text macht für mich gerade überhaupt keinen Sinn. Aber sicher, Nevara. Was? Wir gehen zu Iris, die verstehe ich wenigstens manchmal. Was war die andere Quest, die wir hier noch machen sollten? Schädlingsbekämpfung, Zitrusrub. Lehm ist von lästigen Insekten befallen, Zitruseinreibung von Angel und bringen sie zu Claire. Ich nehme an, das ist Engel, das heißt, die sitzt in der Taverne. Da können wir ja dann auch mal eben vorbei. Sie sitzt nicht in der Taverne. Ach so, sie sitzt, glaube ich, oben, ne? Oben sitzt sie. Ja, vielleicht auch nicht. Sie hat kein Fragezeichen über dem Kopf. Ah, trotzdem. Oh, Clay will mein Zitrusaroma. Ich kann es ihm nicht verdenken. Nichts passt besser zu frischem Fisch. Jo, danke. Das war's schon. Das war's schon. Sehr gut. So Quests mag ich. Eigentlich nicht. Dinge holen und woanders hinbringen ist meistens langweilig. Aber es bringt uns Mana ein. Also Mana-Orbs, nicht Mana. Mana-Orbs. Wo ist er denn? Weiß keiner. Da ist Iris. Und da ist Lehm, alles klar. Okay, nochmal gucken. Einfach ein Stück weiter runter, aber rechts halten. Okay, das sind beide quasi hier sehr gut. Oder auch Zeit. Kannst du nicht sehen, dass es mich hier wie ein Sturm juckt? Da haben wir es. Und da... Ja, da ist es viel besser. Keine juckenden Blätter mehr. Hier, nimm das für deine Hilfe. Ohne dich würde ich immer noch leiden. Kein Problem. 700 Gold. Wow. 10 Mana-Kugeln, Kampf-EP. Wir nehmen Kampf-EP. So, Iris, was hast du zu sagen? Hallo, Liplay. Nevara sagte mir, du würdest mich suchen. Du wirst viel von mir lernen, glaub mir. Als Teil ihrer Lektion möchte ich dich bitten, etwas zu tun. Lass mich erklären. Nelvari kann am besten gedeihen, wenn wir uns versteckt halten. Es ist sicherer für uns, wenn wir uns nur denjenigen öffnen, die sich als Freunde erweisen, wie du. Die vertraut uns ein bisschen schnell. Ein mächtiger Schutzzauber hält Nelvari verborgen, der von den Mana-Kanälen in der Stadt gespeist wird. Durch die Infusion von Mana in die Leitungen bleibt der Zauber geladen. Wirst du jede Leitung aufsuchen und sie mit Mana versorgen, damit Nelvari verborgen bleibt? Ja, natürlich. Ich habe ja keine andere Wahl. Was gibt's Neues? Pollennation. An alle, die das hier sehen, ich brauche etwas Pollen, um mich in meinem Haus zu vermehren. Bitte was? Die Blumen haben in letzter Zeit gelitten und ich würde ihnen gerne helfen. Ich habe gehört, dass Bianca die besten Pollen im Wald sammelt. Also könnt ihr bei ihr anfangen. Vaughn. Dann lernen wir Vaughn direkt kennen. Das ist gut. Und
Nachtsicht. Opal hat an einem Elixier gearbeitet, von dem sie behauptet, dass es meine Sehkraft im Dunkeln verbessern wird. Es nennt sich Dunkelheitstrank. Ich bin skeptisch, aber ich denke, es ist ein Versuch wert. Ich werde mich bei jedem revanchieren, der mir den Trank bringen kann. Opal. Wir müssen Opal finden. Die haben hier auch leider keine... Da ist Vorn, gut zu wissen. Die haben hier aber alle kein Ausrufezeichen über dem Kopf. Vorns Haus, großer Baum, Iris Haus, Umhangladen, Bekleidungsgeschäft, Iris, Reittierladen. Wir gehen, glaube ich, erstmal Dinge in den Boden drücken. Und dann gehen wir Leute suchen. Wer bist du? Du bist Lucius. Das ist nicht so sehr irgendwas, was wir suchen. Wir haben schon 15 Uhr und wir müssen auch noch rüber. Denn wir müssen mindestens gießen. Okay, wir kümmern uns erstmal hier um die Farm. Dann kümmern wir uns um die Farm drüben. Wir fangen mit dem da an. Haben wir das? Dann haben wir davon 8. Und dann haben wir davon 8. Und jetzt haben wir noch 2 Plätze übrig. Aber so viel Mana haben wir auch nicht. Das passt schon. Ich würde sagen, wir fliegen rüber und versorgen die Farm, oder? Wir können mal eben durchleveln. Was haben wir denn hier? Gold für jedes Herz, ja. Landwirtschaft, wir haben mit guter Ernte angefangen. Damit machen wir auch weiter. Dann haben wir Kampf, 1 Punkt. Erhöht dann maximales Mana um 10, 15, 20. Kopfgeldjäger, Feinde haben Chance, Gold fallen zu lassen. Erhöht die Kampferfahrung beim Töten und nachdem du Schaden genommen hast. Das ist alles relativ uninteressant, hätte ich jetzt gesagt. Außer das Mana. Wir nehmen das Mana. Dann haben wir beim Fischen 1 Punkt. Da wir hier schon angefangen haben, machen wir da weiter. Wir versuchen noch jemanden zu finden, bevor wir rüberfliegen. Ich würde so sagen, gegen 18 Uhr sollten wir das priorisieren, dass wir rüberkommen, damit wir es noch schaffen, alles zu gießen. Es wird richtig Arbeit jetzt hier mit dem Hin- und Her-Getiger. Wer bist du? Gren, du bist auch niemand, den wir suchen. Moment, wir suchen. Mana-Leitungen für Iris versorgen. Und Bianca wissen wir, wo sie ist. Und Opal haben wir keine Ahnung, wer das ist. Silvius und Silvia. Nicht das, was ich suche. Da oben liegt auch noch so eine Naschkatze. Okay. Quincy. Da können wir gar nicht rein, okay. Können wir mal eben hier gucken. Das ist, glaube ich, Vorn, wenn ich das richtig sehe. Mit dem müssen wir noch nicht sprechen. Fonzo. Alles nicht die Leute, die wir suchen. Das Clement. Flöten für die Reittiere gucken wir uns an, wenn wir uns was leisten können. Das ist ja gerade eher deprimierend. Du bist Caspian. Bianca. Ach ja, stimmt ja. Ich wollte eigentlich bei Vorn vorbeischauen, um diese Pollen abzuliefern. Seinen Blumen geht es sehr schlecht, weißt du? Aber ich war so mit dem Tagesgeschäft beschäftigt, dass ich es vergessen habe. Hier, bring das bitte für mich zu Vorn. Danke. Er war gerade im Laden. Vielleicht ist er ja immer noch da. Müsste er eigentlich. Also, ne, hätte sich jetzt doch sehr beeilen müssen damit. Jau. Kannst du das riechen? Das ist guter Pollen. Meine Blumenbeete werden sich danach wie ein Laubfeuer ausbreiten.
Danke, Leflay. Ich bin gerührt, dass ihr euch die Zeit nehmt, um mir zu helfen. Hier, das kann ich leider nicht sehen, weil das Bild davor ist. Bitte ein paar Mana-Kugeln als Gegenleistung. Kein Problem. Bonus-Mana her damit. Gut. Das sind wahrscheinlich hier die Dinger, die wir versorgen müssen, ja? Infundieren für 10 Mana. Infundiere 10 Mana für... Ach so, da kann man... Wir können unser Mana in Mana-Kugeln verwandeln lassen. Das ist gut zu wissen, aber das ist, glaube ich... Sind das die Dinge, die Iris von uns wollte? Versorge jede Mana-Leitung mit mindestens 10 Mana. Ist das eine Mana-Leitung? Ja. Ja, das ist eine Mana-Leitung. Gut zu wissen. So sehen die aus. Die müssen wir jetzt nur noch alle finden. Sind die auf der Karte? Wahrscheinlich nicht. Ich habe das Gefühl, das ist nichts auf der Karte hier in Nelvari. Also, so ein paar Köpfe sieht man. Umhangladen. Aber die meisten nicht. Da ist noch so eine Mana-Leitung. Cape Store. Thorn. Oh, hallo, ich heiße Thorn. Ich verkaufe hier Umhänge. Was verkaufst du? Umhänge. Haben die auch Stats oder sind die einfach nur für Style, ja? Gut, dann brauche ich die erstmal nicht. Wenn die jetzt Stats gehabt hätten, wäre das interessant gewesen, aber so. Wer seid ihr? Sable, Willow, Dew. Nicht weglaufen, wer bist du? Opal, hervorragend. Wie ich sehe, hat Jared dich geschickt, um den Mondsichttrank zu holen. Ich fürchte, ein Elixier dieser Stärke ist für jemanden wie ihn verschwendet. So stolz. Nun, du solltest den Mondscheintrank nehmen, bevor es zu spät ist. Hier, bitte sehr. Ja, danke. Wo ist er denn? Da sieht gut aus. In der Taverne. Wir haben 18.30 Uhr. Naja, hat nicht ganz geklappt, aber wir haben beide Quests nur abgeschlossen bekommen. Das ist doch schon mal etwas. Wir müssen gleich trotzdem dringend zurück zu anderen Farmen. So, da hast du. Das ist also das Elixier. Es sieht nicht so besonders aus, aber ich werde es wohl herausfinden. Bitte sehr für deine Hilfe. Kein Problem. Erkundung, Münzen, Mana. Ich bin neben dir. Okay, jetzt ganz schnell rüber. Und dann müssen wir uns mal einen Plan machen. Denn die beiden Farmen parallel zu bewirtschaften, wird ein Krampf. Da bin ich ehrlich, da schaffen wir ja nichts anderes mehr. Oder wir müssen die Farm wesentlich kleiner machen. Ist natürlich eine Option, die wir in der nächsten Season auch angehen könnten. Aber es ist halt eigentlich ein Farming-Spiel, ne? Das ist ja Quatsch. Greif bitte einmal rüber. Ich weiß, wir haben noch 11 Materialien in der Tasche, aber die lassen wir jetzt auch gerade mal in der Tasche, weil wir morgen eh wieder drüben sind. Ah, das ist okay. Müssen hier jetzt erstmal alles nass machen, bis wir können die Trauben rausreißen. Aber der Laden hat jetzt auch zu, das heißt, wir können keine neuen mehr kaufen. Naja. Okay, fangen wir an. Der eine Stoff ist auch fertig, den wir hier abgeben können. Da fängt die Abendmusik an. No. Vielleicht kaufen wir einfach mal nichts Neues mehr in dieser Saison. Dann kann das Zeug hier auch alles auslaufen und wir können zur nächsten, zum Sommer quasi, können wir dann die Farm mal vernünftig planen. Dann haben wir uns ein bisschen Zeit freigeschaufelt. Ich hoffe, dass wir auf genug Kohle kommen, dass wir... Ja, wir haben 9.000, das müsste locker reichen.
dass wir uns auf dem Frühlingsfest ein bisschen was leisten können, wie zum Beispiel den Bewässerungsdrachen, den ich da noch im Sinn habe. Dann wäre das vielleicht ein Plan. Da wir die Quests gerade hauptsächlich bei Nelvari haben, halten wir uns dann eher da auf und kommen nur noch zurück, um den Rest hier zu bewässern, beziehungsweise Quests abzuschließen, so wie Catherine zum Beispiel. Wobei, das hat keinen Timer. Das ist eigentlich ganz entspannt. Und Bernards Banner natürlich auch noch. Können wir morgen machen, bevor wir wieder zurückfliegen. Da ist nur Catherine's natürlich vorher nicht fertig. So, aber hier haben wir dann schon mal wieder alles nass gleich. Jetzt, wenn ich das richtig sehe. Ja klar, das können wir nochmal bewässern, aber das bringt ja nichts. Ist jetzt aber auch leer. Okay, dann machen wir hier noch ein bisschen sauber mit den restlichen 2 Stunden, die wir haben. Ich habe echt keine Übersicht mehr, was wir jetzt eigentlich machen müssen. Wir müssen morgen noch 2 Leitungen finden in Nelvari. Ja, wir werden morgen nur sehr kurz hier sein. Wir werden einfach die Blumen gießen und wir werden Bernard seinen Stoff vorbeibringen. Und mehr werden wir hier, glaube ich, nicht tun. Wir werden auch nicht ans Community Board gehen oder sowas. Einfach damit wir den Kram in... Oh, da unten müssen wir auch noch gießen. Ganz vergessen. Gut, machen wir das noch eben. Sind ja noch gar nicht fertig. Die muss man ja noch gießen. Schlimm. Oh, und wir müssen gucken, ob wir Post haben. Das ist ja auch noch. Gucken wir morgen. Haben wir den hier hinter? Ich bin mir nicht sicher. Nee, hat natürlich nicht. So, 2 Steinchen kriegen wir aber noch weg, oder? Sieht ganz gut aus, ja. Kriegen wir noch 3 Steinchen weg. Kriegen sogar noch 4 Steinchen weg. Reicht dann aber auch. Machen wir die Gießkanne nochmal voll, damit wir das morgen nicht tun müssen und dann gehen wir ins Bett. Schlafen. Möchtest du schlafen? Ja, ich muss ja. So, dann lad mal, ich trinke einen Schluck. ...1200 verdiente EP, das kann ja schon mit den ersten nicht sein. Das sind ja schon 1500, das sind nochmal 900. Also das ist irgendwie merkwürdig. 2200 verdiente Geld, das könnte hinkommen. Und 116 Mana. Drücke I.